Hallo und herzlich willkommen zu Folge Dadahai von Grim Tales. Die Braut, genau das war's. Ja, ich bin immer noch der Erd, wie immer. Wir haben hier eine Fackel bekommen in der letzten Folge. Nur ich weiß ja nicht, was ich mit der Fackel jetzt machen soll. Soll ich ihm vielleicht die um die Ohren knüppeln, dass er vielleicht das Ding fallen lässt? Ich sollte etwas Besseres versuchen. Ich sehe den Schlüssel. Ich will ihn aber nicht sehen, ich will ihn haben. Was mache ich mit der Fackel jetzt? Geh mal ganz raus. Zünden wir mal die Fackel an, von der anderen Fackel. Das geht ja wirklich. Cool. Okay, dann haben wir eine brennende Fackel. Yeah. Und was brennen wir damit jetzt ab? Vielleicht den Terminator-Hügel. Das funktioniert. Oh, da liegt ja was. Mosaikstück. Oh, du Stück. Ja, wo soll ich das hin? Was sieht denn genau so aus? Nichts. Sieht aus wie so ein Adlerkopf. Seht ihr das auch? Adlerkopf mit Hut. Ach, egal. Zum Friedhof. Vielleicht brennen wir einfach mal. Nein. Inventar. Vielleicht brennen wir den Hund einfach raus. Komm raus mit dir. Ich sollte etwas Besseres versuchen. McRib. Den will ich aber nicht. Busch. Vielleicht fackeln wir einfach mal hier alles ab. Funktioniert nicht. Okay, dann halt nicht. Das gab meiner geliebten Mutter. Ich vermisse sie so sehr. Ist sie jetzt wieder zu Leben aufgestanden, oder was? Warum ist das Grab offen? Ein Statuenhals. Werfen wir mal die Fackel hoch. Ich hab grad gedacht, es funktioniert. Okay, dann halt nicht. Zum Baum. Dann brennen wir vielleicht mal das Vieh hier raus. Ich sollte etwas Besseres versuchen. Lass mich. Dann brennen wir halt die Eispickel raus. Geht auch nicht. Toll. Was für ein gut. Für was habe ich die Fackel? Habe ich irgendwo so ein Fackeldings gehabt? Wo ich. Nee. Ah, nein! Da! Hier! Ich kann hier noch die Blätter abfackeln. Oder vielleicht aufkloppen mit der Fackel. Geht auch nicht. Ey, das kann doch nicht sein. Was muss ich machen? Das Spiel ist so kompliziert. Ich check nix. Nix, nix. Vielleicht können wir. Kirche? Ich mache das mal nicht mit Tipps, ne? Also ich möchte schön auf Pro spielen, weil ich bin da auch so gut. Vielleicht brenne ich einfach die Sing ab. Wieso funktioniert das nicht? Warum nicht? Vielleicht fackel ich einfach den ganzen Priester durch mit das Ding da. Aber es geht auch nicht. Ach Mann, ich hätte gelacht, wenn es wirklich klappt. Ich habe sowieso gelacht, auch wenn es nicht geklappt hätte. Egal. Okay, gehen wir nochmal in den Keller. Da habe ich die Fackel bekommen. Also kann ich wahrscheinlich hier nichts mit der Fackel anfangen. Kann ich den Käfig vielleicht abfackeln? Nein. Ja. Das ist eine gute Folge. Ich suche so 4 Minuten um die Gegend. Nein! Lass mich wieder raus. Ich will raus. Was muss ich machen? Zum Friedhof. Ich möchte gerne deine Handschuhe abfackeln. Ich will den haben. Ach Mann, was ist eigentlich dieses Mosaikstück? Ich habe das bekommen, nur ich habe noch nie überhaupt so ein Teil gesehen, wo ich das überhaupt reinmachen kann. Hund, hier, friss. Hier, Hund, friss. Warte mal, ich habe es mit der Jo noch. Ich habe die Machete noch. What? Ich habe ge. Ja, lass mich. Warte mal. Busch. Machete. Ich muss erstmal hier lang gegen Ständer. Ich suche schon die ganze Zeit, wo ich das Ding verwenden kann, aber. Achso, da ist ja noch ein Ding. Ja, genau, du musst jeden einzelnen Ast machen. Haselnuss. So, und damit können wir wahrscheinlich die Kurve des Konjunktiv für ich da aus dem Baum rausgruseln. Hier ist deine Nuss. Okay, Eichel. Okay, der hat riesen Backen. Eine Steinschleuder. Was mache ich mit dieser Steinschleuder?
Was mache ich mit diesem? Ich habe die Machete immer noch. Ich glaube, ich habe die für immer. Kann ich vielleicht dir den Kopf abbrennen da oben? Geht nicht. Vielleicht fackeln wir nicht lang rum und hauen sie weg? Nein. Oh Gott, dieses Rumfackeln ist. Oh Gott. Das sollte ich mal nicht so oft sagen. Ja, was. Kacheln. Ja, toll. Und jetzt? Guck mal doch nicht das Bild nochmal durch. Das ist mir so kompliziert. Zum Brunnen. Nein, Friedhof. Da passt was rein, da passt wahrscheinlich die Sonne rein, da fehlt mir auch noch ein Stück. Der Hund braucht was zu essen. Vielleicht schnicke ich den einfach mit der Schleuder raus. Funktioniert nicht. Vielleicht nehme ich das Streifenhörnchen, in die Steinschleuder und schieße so zum Hund hin. Vielleicht funktioniert da das. Aber ich schätze mal nicht. Für was bräuchte ich Steinschleuder? Um wahrscheinlich irgendwas runterzuschießen. Nur was? Vielleicht hacke ich mit der Machete einfach. Was? Der Griff muss zu dick sein. Die Machete hilft auch nicht weiter. Ja. Liegt hier vielleicht noch was rum? Ich glaube, ich sollte mich öfters umgucken, wenn solche Bilder kommen. Ich hole den Keller. Brauche ich irgendwo hier? Auf dem Grabstein ist keine Inschrift. Er wartet wohl darauf, dass ein Name, auch einen Namen zu tragen. Ja, nee, lieber nicht, weil ich will nicht sterben oder so. Da ist wieder MacRib. Kleiner Raum. Vielleicht hacke ich einfach diese Stäbe hier durch mit der Machete. Ich sollte das andere verwenden. Ja, nee, will ich nicht. Flasche. Kann man da irgendwie den Korken abfackeln? Nö. Oder mit der Machete rauspulen? Nee. Oder rausschleudern? Nee. Okay, dann nicht. Ja. Warte, mit dem Vogel. Habe ich mit dem Vogel Steinschleuder schon verwendet? Nein. Hä? What the fuck? Genau, und dann geht der Kasten einfach nur auf. Ja, genau. Okay, wo passt der jetzt rein? Wo passt das Ding jetzt? Nein, nicht in den Keller. Raus. Aus. Wofür war. Ist jetzt. Wo waren das nochmal? War das hier? Nein. Das war. Wo war das? Hier. Genau hier. Reliefstück. Ist wirklich. Was ist denn das jetzt? Info. Bewege die Quadrate mit Hilfe der Pfeile links über das Spielfeld. Jedes Quadrat soll sich am Ende auf dem Feld mit dem je entsprechenden farbigen Jubel befinden. Ne? Jubel. Ja, und welches bewege ich jetzt? Hallo? Da bewegt sich nichts. Hallo? Achso, ich muss die. Das ist auch voll schwer. Achso, das rutscht komplett durch immer. Fuck. Oh fuck. Nein, ich will doch nicht so was spielen. Nein, bleib doch da. Grün. Dahin. Dann kann ich das Gelbe nehmen und runter. Dann nehme ich. Oh fuck! Das Grüne muss oben rechts, das ist das Einfachste. Das heißt, das könnte ich als letztes machen, weil es am einfachsten ist. Was ist das Schwerste? Das Rote wahrscheinlich. Weil ich muss es ja irgendwie sogar in die Mitte kriegen. Blau ist wahrscheinlich auch einfach, habe ich wahrscheinlich das falsch gemacht. Okay, dann machen wir mal das Rote zuerst. Wie bringe ich das Rote jetzt dahin? Ja. Ich mache überhaupt nichts, weil ich mir nicht mehr durchblick. Ich probiere einfach mal aus. Also nicht wundern, wenn ich jetzt irgendwie voll die Scheiße baue. Ihr habt es wahrscheinlich schon längst raus.
Aber das ist mir Rille. Ihr könnt mir ja helfen. Kommt vorbei. Vielleicht bombardiere ich einfach mal die Ecke mit allem. Bis auf den Rot. Nee, das kann nicht mal nicht stimmen. Wie kriege ich das Rote da rein? Nochmal zurücksetzen. Wie kriege ich das Rote denn da rein? Warte mal, ganz klar. Ganz klar ist es falsch, was ich gedacht habe. Weil wenn ich das erstmal blockiere mit dem Grünen und dann das Rote hinterherlege, ist das Rote schon mal auf seinem Feld. Dann möchte ich gerne war das Gelbe gerade wichtig, um dahin zu kommen? Ja, weil ich muss ja ums Eck. Also das Rote ist schon richtig, nur ich muss das Gelbe auch noch da reinkriegen. Das Gelbe kriege ich da rein, indem ich Blau und Grün auch als Hilfsmittel benutze. Und zwar indem ich erst das Blaue die Ecke schiebe, dann das Grüne drauf, das Gelbe drauf. Alter, Finne, ey. Jo, lasst mich durch. Ich will es fertig haben. Gut, danke schön. Danke schön. Kriege ich jetzt keinen MacRib? Was ist denn jetzt passiert? Eine Leiter. Eine Leiter ist immer gut. Dann können wir zu dem Baumhaus hoch. Leiter. Leiter. Oh yeah. Zum Baumhaus. Sieht schön aus. Hier wohne ich gerne. Ein Glas. Eine Lampe. Die Lampe, die ist voller Öl. Wenn ich sie anzünde, kann ich den Raum erhellen. Vielleicht mit der Wackel, genau. Fackel. Oh mein Gott, ich sehe ja alles. Jetzt kann ich überhaupt mal alles angucken. Eine Kiste. Dies ist eine seltsame Holztruhe. Ich weiß nicht, wie man sie öffnen kann. Aber ich muss herausfinden, was darin ist. Warum musst du das herausfinden? Machete. Das ist keine gute Idee. Der Inhalt der Kiste könnte beschädigt werden. Ne. Das muss doch nicht so wichtig sein. Ja. In einem Jahr haben wir unsere Lieblingsgedichte an die Wand angebracht. Ich habe auf die Laterne geklickt. Nein, ich hätte gern lesen. Ich kann nicht glauben, dass sie immer noch da sind. Hä? Auf der Wand ist keine weitere Inschrift. Ich hasse dich. Wer schreibt denn sowas? Achso, eine weitere, nicht keine weitere. Ich bin ja bescheuert. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich nicht. Es dauert einen ganzen Sommer, diese Porträts von Luisa anzufertigen. Wie konnte jemand es nur beschädigen? Wie konnte es nur jemand beschädigen? Wie konnte es nur jemand beschädigen? Wie konnte es nur jemand beschädigen? Wie konnte es nur jemand, egal. Glas, das ich mitnehmen kann, das ich vorher nicht mitnehmen konnte, weil es dunkel war. Da liegt eine Nuss oder sowas. Ja, genau, da kann ich einfach mal drunter gucken. Versteck. Dieses Schloss ist verrostet. Dieses Anwesen hat schon bessere Tage gesehen. Wenn ich den Rost entferne, kann ich die Schrauben lösen. Was für Schrauben? Medaillon. Dann halt nicht. Machete. Seit wann habe ich den Becher? Scheiße, seit wann habe ich den Becher? So, was war der? Ich habe keine Ahnung. Mosaik. Also hier kann ich nichts machen, lass mich zurück. Kiste, Schachfrei. Ich würde gern Schach spielen, das wäre voll super. Ich kann überhaupt gar kein Schach, aber egal. Zum Baum. Ja, also hier kann man wahrscheinlich nichts mehr machen, außer mit der Eispickel irgendwas. Da fehlt mir aber noch ein längerer Stock, um da überhaupt was machen zu können. Kacheln. Da kann ich, glaube ich, auch nichts machen. Habe ich nur was Langes. Statue kann ich auch nicht helfen. Dann gehen wir wieder zum Friedhof. Hund. Haben wir was für einen Hund? Nein. Vielleicht schlachten wir den Hund einfach ab, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert und das will ich auch nicht. Zur Kirche.
Kircheninneres, Priester. Priester, wie kann ich dir helfen? Willst du ein Gefäß auf dem Kopf haben? Möchtest du ein Mosaikstück? Möchtest du ein Medaillon? What? Danke. Warum wolltest du das Medaillon jetzt haben? Okay. Eins und zwei. Sag mal, die Herzhälfte ist doch das für den Diamanten, oder? Für den Ring. Cool, dann habe ich die erste Hälfte. Sehr gut. Dann gehen wir mal in den Keller. Vielleicht können wir da noch irgendwas machen. Hier kann man nichts. Flasche. Da kann man wahrscheinlich. Für was habe ich den Becher überhaupt? Weil den habe ich noch gar nicht gesehen, also habe ich noch nichts überlegt, was man damit anfangen könnte. Vielleicht kann man damit die helle Bade vielleicht wegbechern. Nein. Was kann man denn hier machen? Warte mal, kann man vielleicht einen Brunnen Wasser nehmen mit dem Gefäß? Ich weiß nicht wofür, aber vielleicht gibt es da noch was. Hier war ein Loch. Mit dem Gefäß kann man nichts machen, mit der Machete kann man nichts machen, mit dem Becher kann man nichts machen. Also kann man hier nichts machen. Ja. Ja, toll. Und jetzt? Warte mal. Kann man das einsetzen? Nee, kann man nicht. Irgendwas war noch mit der Hand. Ah, da brauche ich den Rubin. Muss ich? Nee, kann ich nicht einsetzen. Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas übersehen? Es ist fertig. Vielleicht der Hügel. Gefäß. Ah, alles klar. Den Terminator-Hügel. Da fange ich die Terminators einfach mal mit dem Gefäß ein. Ja, wie lange brauchen die denn, um da alle reinzukommen? Schneller. Achso, die hören gar nicht auf. Was mit Termiten? Okay, mit Terminatoren. Okay, ich habe mich versprochen. Tut mir leid. Termiten zerfressen Holz. Also. Wenn die mit Termiten erst den Griff fressen, sind sie nicht mehr aufzuhalten. Warte, was stand da? Dieser Stock könnte doch nützlich sein. Nein, nein. Ich habe gedacht, da tust du nur eine einzige raus, die so einknabbert, wo du dann den abbrechen kannst. Ich weiß, ich sage es so oft M, aber es ist einfach nur zum MM. Ist hier überhaupt noch was? Flasche. Vielleicht den Korken. Fress den Korken raus. Das funktioniert nicht. Schade. Tja. Was müssen wir machen? Nein! Oh, ich klicke immer falsch, wenn ich hier raus möchte. Friedhof. Hier kann man noch ein Hundi anklicken. Und nichts anderes. Dann gehen wir mal hier hin. Hier war ja. Warte mal. Kann man hier vielleicht die Termiten hin? Nee. Kann noch sein. Ist doch scheiße. Lass mich raus. Vielleicht kann man die Eispickel hier rausfressen lassen. Und dann bricht das ganze Baumhaus ein, zerstört alles und das Spiel ist zu Ende, weil ich tot bin. Aber scheint nicht zu funktionieren. Baumhaus. Versteck. Genau, hier brauche ich irgendwas Entrostungsmittel oder kein Plan. Kiste. Warte mal, hier vielleicht. Yeah. Ey. Oh, der links ist erster Platz. So, jetzt schon zu Ende. Eine Säge. Ich hätte gerne noch mehr davon. Genau, lass den Rest drin liegen. Diese. Lass mich. Nein, will ich doch gar nicht. Weg. Zurück. Zurück. Damit zersägen wir jetzt mal die helle Bade. Da. Helle Bade, Säge. Yeah, ein Stocki. Mit dem Stocki! Nicht in den Keller, bitte. Nach draußen, zum Friedhof, zum Brunnen und das Medaillon da oben runterholen. Bitte was? Wie kommt
die Kette dorthin. Ich benötige es langes, um dahin zu kommen. Dieser Stock ist doch lang, Mama. Er ist zu kurz. Lass mich dieses Ding holen. Und schon wieder 20 Minuten. Ich will es holen. Okay, dann hole ich mir halt die scheiß Eispickel hier. Genau das passt, zieh die Scheiße raus. First brauche ich die Eispickel. Ist hier irgendwo Eis? Nein. Baumhaus. Vielleicht pickeln wir irgendwas an. Irgendwas weg? Nein, das war's doch nicht. Geh weg. Ich klicke immer zu weit oben. Vielleicht kann man mit dem jetzt das runterholen. Ich möchte die Statue nicht beschädigen. Ihr bräuchte ja etwas anderes. Ich will sie doch nicht kaputt hauen. Ich will doch dieses Ding einfach nehmen, nach oben im Kopf und raus. Warte mal. Hier. Hallo. Hier. Hallo. Hier. Wieso geht es nicht? Mach doch einfach alles kaputt. Woher wusste die, dass da was ist? Das ist der Rubin. Für den Arm von Luisa. Also für das Medaillon, nicht für den Arm. Ich hab halt gedacht, ich krieg die Hand. Oh mein Gott. Für was brauche ich einen Handschuh? Erstmal dran riechen. Weil die hat doch gesagt, der riecht so gut. Erstmal dran riechen. Zur Kirche. Für was brauche ich jetzt denn jetzt einen Handschuh? Und darf ich dich vielleicht nur mit einem Handschuh streicheln? Ach so, Quatsch, stimmt. Ich muss ja dem Hund was von Luisa geben. Stimmt! Jetzt schläft er. Stinkt das Ding so heftig. Ja, genau. So sieht eine Hundehütte natürlich auch von innen aus. Der Hund sammelt natürlich eine 2, eine 3, eine 0 und eine 1. Das ist natürlich ganz klar. Okay, das sind 21 Minuten, fast 22 Minuten. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ihr könnt ja jetzt schon mal suchen und einfach schnell in der nächsten Folge schreiben. Ich nehme... ich nehme es gleich im... Ihr müsst es gar nicht... Ihr könnt ruhig in Kommentare schreiben, aber... ja. Ich nehme direkt die nächste Folge auf, also werde ich sowieso nicht vor der nächsten Folge lesen. Wenn ihr mich versteht. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.